Wir kommen zusammen und heißen euch herzlich willkommen, liebe Schwestern und Brüder, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe so viel und trotzdem bin ich manchmal ganz leer. Ich werde täglich satt, trotzdem habe ich einen ungeheuren Durst nach mehr. Ich sehne mich nach etwas, das ich nicht beschreiben kann. Dass Gott körperlichen und seelischen Hunger stillt, davon erzählt der siebte Sonntag nach Trinitatis, der das Abendmahl beleuchtet. Essen und Trinken, Feiern und Teilen sowie große Gastfreundschaft gehören zum christlichen Glauben. Jesus nahm die natürlichen Bedürfnisse der Menschen ernst, sättigte Tausende mit 5 Broten und 2 Fischen und saß mit unterschiedlichen Menschen zu Tisch. Im Abendmahl setzen Christinnen und Christen von Anfang an diese einträchtige Tischgemeinschaft fort und nehmen die Zeit vorweg, in der der Hunger nach wahrem Leben gestillt sein wird. So lese ich nun den Wochenspruch für die kommende Woche aus dem Brief des Paulus an die Epheser. Er steht im 2. Kapitel. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Du Gott Israels, Herr der Welt, durch deinen Sohn hast du uns dein Haus geöffnet. Wir stehen deiner Freundlichkeit oft im Weg, schließen uns gegen andere ab und stoßen sie mit unserem Gehabe auch ungewollt manchmal vor den Kopf. Gott, hilf, dass wir im Geist deiner Liebe mit allen zusammenfinden, die du zu dir eingeladen hast. Mach unsere Gemeinschaft offen und gastfreundlich für viele Neue. Segne uns mit Frieden. Amen. Der Predigttext für diesen Sonntag steht im Hebräerbrief im 13. Kapitel. Liebt einander weiterhin als Brüder und Schwestern. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden sie Schläge für euch treffen. Worte der Heiligen Schrift. Amen. Das bedeutet, so sei es. Wir erbeten das Abendmahl, um Gott bei uns zu wissen, um ihn symbolisch in uns aufzunehmen. So lädt er uns ein, Gemeinschaft zu teilen und sein Wort in uns wirken zu lassen. Jetzt laden wir euch ein, das Lied für diesen Sonntag zu singen. Es nimmt die Thematik des Abendmahls in sich auf. Ich bin das Brot, lade euch ein. Wir singen die ersten 3 Strophen. Lade euch ein, so soll es sein, so soll es sein.
dem Wein. So soll es sein, so soll es sein. Wenn ihr das tut, will ich bei euch sein. So soll es sein, so soll es sein. Ich erinnere mich genau, wie ich mit meiner Mama damals im Gottesdienst saß und sie nach vorne ging zum Abendmahl. Sie stand auf, reichte mir die Hand und nahm mich mit. In der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, nahmen wir Kinder nicht am Abendmahl teil. Wir wurden gesegnet. Trotzdem ist mir das Abendmahl als Kind in unglaublich präsenter Erinnerung. Von ihm ging ein Zauber aus. Es war etwas, das ich nicht verstand, aber sehr angezogen davon war. Der Pfarrer kam durch die Reihen und alle bekamen Brot und Wein. Oftmals lief mir ein Schauer über den Rücken, weil ich zwar nicht verstand, aber wahrnehmen konnte, dass dort etwas Besonderes mit den Menschen passierte. Rückblickend kann ich erkennen, im Abendmahl wurde die Nächstenliebe sichtbar. In den Blicken der Menschen, die sie sich gegenseitig zugeworfen haben, war eine Wärme und Zuneigung erkennbar. Menschen, von denen ich im Nachhinein mitbekommen habe, dass sie sich nicht immer grün waren, vergaßen ihre Differenzen und standen sich auf einmal wieder nahe. Das Gebot der Nächstenliebe, für mich eines der zentralen Gebote unseres Glaubens. Und, geht es euch auch wie mir? Ich weiß genau, was ich zu meinen Geschwistern sagen sollte, welches liebevolle Wort sie brauchen. Doch manchmal kommt es mir selbst bei meinen Allernächsten nicht richtig über die Lippen. Es gelingt mir leider nicht immer. Wenn ich in unseren Bibeltext schaue, dann heißt es dort, liebt einander weiterhin als Brüder und Schwestern. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Luther übersetzt hier nicht Gastfreundschaft, sondern gastfrei. Das bedeutet wohl, dass man offen gegenüber Gästen und Fremden sein soll. Im ursprünglichen Text steht dort das griechische Wort Xenophilia, was so viel bedeutet wie Freundlichkeit und Liebe gegenüber dem Fremden, also dem gegenüber, der eigentlich nicht bei mir daheim ist. So übersetzen wir das heute meist mit Gastfreundschaft. Ich kann wirklich nicht behaupten, dass ich besonders viel auf Gottes Erde herumgekommen bin, aber Gastfreundschaft habe ich trotzdem häufig erlebt. Den Inbegriff davon habe ich in der Schulzeit erfahren, als ich zu einem Schüleraustausch in der kleinen polnischen Stadt Zamość in der Nähe der weißrussischen Grenze zu Gast war. Ich wurde am Bahnhof von der Familie herzlich in Empfang genommen und von ihnen zu sich nach Hause gebracht. Die Wohnung lag am Rand der Stadt in einer Gegend, die nicht im besten Zustand war. Als wir in die Wohnung hineingingen und ich allen vorgestellt wurde, habe ich eine kleine Führung bekommen. Es war eine Zwei-Zimmer-Wohnung, in der mein Austauschschüler mit seinen Eltern und seinen zwei Brüdern lebte. Sie erklärten mir sofort, dass ich allein in dem einen Zimmer schlafen würde und ihre Söhne für die Woche bei den Eltern im Zimmer. Ich kann euch gar nicht sagen, wie unangenehm es mir war. Die Familie zu fünft in einem Zimmer und ich allein in dem anderen. Auch meine Beteuerungen, dass ich mir zu Hause auch ein Zimmer teile und das für mich kein Problem darstellt, haben nichts daran geändert. Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und zum Frühstück eingeladen wurde, war ich vollkommen überwältigt. Der ganze Tisch war voll mit tollem Essen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass unter normalen Umständen so viel auf dem Tisch gestanden hat. Die Mama meines Austauschschülers hat mich immer dazu animiert, besonders viel zu essen, und ihre Augen strahlten, wenn ich mich höflich bedankte und von allem probierte, was sie aufgetischt hatte. Ich verlebte dort eine wunderbare Woche, an die ich mich heute gerne zurückerinnere. Wenn jemand heute über Gastfreundschaft spricht, denke ich immer an diese wunderbare Familie, die über ihre Grenzen hinausgegangen ist, damit es mir gut geht und ich mich wohlfühle. Von dieser Familie ging ein Zauber aus, der mich bis heute begleitet. Ich habe keinen Engel aufgenommen, ich wurde von Engeln aufgenommen. Ich liebe auch unsere gastfreundliche Gemeinde.
bei den vielen Festen und Veranstaltungen, bei den Gottesdiensten und Gruppen. Die maximale Gastfreundschaft aber wird uns im Abendmahl zuteil. Jesus lädt uns ein an seinen Tisch, durch ihn kommen wir zusammen, durch ihn erleben wir die Gemeinschaft, erfahren zusammen, dass wir alle Gottes geliebte Kinder sind. Alle Last und Schuld nimmt er von uns, damit wir nicht nur ihn, sondern auch unsere Gemeinschaft in den Blick nehmen können. Für mich ist das Abendmahl so etwas wie ein Liebeszeichen Gottes. Eine Liebe, die er mir gegeben hat, in Jesus Christus, in seinem Leben und Sterben, seinem Leib und Blut, eben auch im Abendmahl in Brot und Wein. Und dieses Liebeszeichen, das brauche ich, das tut mir gut, davon kann ich auch heute gar nicht genug bekommen. Und so freue ich mich wahnsinnig darauf, in hoffentlich naher Zukunft wieder mit euch feiern zu können und diesen Zauber zu erleben. Amen. Lasst uns gemeinsam Fürbitte halten. Du, unser Gott, vieles haben wir auf dem Herzen. Versteh uns recht, du weißt, dass wir dich bitten wollen um das Wachsen deines Reiches unter uns. Wir bitten für alle, die nach Brot hungern in unserer Welt, die kein menschenwürdiges Leben führen können. Lass ihnen deine Hilfe zukommen und nimm uns dazu in Dienst. So bitten wir auch für jene, die Brot zum Leben genug haben, aber spüren, dass es nicht alles ist. Lass sie gute Worte finden, die Mut geben und Hoffnung schenken, und tue es auch durch uns. So bitten wir für jene, die geachtet und geschätzt werden und Einflussmöglichkeiten haben. Lass sie sich verschenken können für andere. Lass sie Schritte der Hilfe wagen und tue es auch durch uns. Wir bitten für alle, die von anderen Menschen geplagt werden oder unter Gewalt leiden müssen. Lass sie deine befreiende Macht spüren und nimm uns dazu in Dienst. So bitten wir auch für jene, die Macht ausüben. Lass sie ihre Grenzen wissen und niemanden übersehen. Lass sie wirken für den Frieden in der Welt und tue es auch durch uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nähern uns dem Ende des Gottesdienstes. Am nächsten Sonntag predigt für euch Predikant Bodo Manegold. Empfangt nun den Segen des Herrn, der uns im Abendmahl ein Liebeszeichen sendet, der uns den Zauber der Gemeinschaft und des Glaubens spüren lässt, der für uns gestorben ist und alle Sünde vergeben hat. Heute haben wir uns dafür einen Spruch aus dem Johannesevangelium ausgesucht. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Amen.